Hi meine Lieben, ja heute gibt es mal nach längerer Zeit wieder ein Video von mir. Wie es manche vielleicht mitbekommen haben, war ich im Urlaub und deswegen konnte ich jetzt nichts drehen und hatte es verpeilt, irgendwie was vorzudrehen und so. Deswegen waren es jetzt knapp 2 Wochen, wo ich nichts hochgeladen habe. Aber heute gibt es ein leicht verspätetes Favoritenvideo vom Monat September. Und ich habe so ein paar Sachen rausgesucht. Es wird kein allzu langes Video, einfach nur die Sachen, die sich jetzt ein bisschen verändert haben oder allgemein meine neuen Favoriten sind. Und ja, so ein paar random Sachen eben. Gut, dann fangen wir an mit meinem allerliebsten Nagellack in der Farbe Weinrot. Wie so ziemlich alles in Weinrot. Aber das ist so der perfekte Weinrotton für mich einfach. Das ist dieser hier von P2 und nennt sich 691 Can't Get Enough. Und den trage ich auch gerade und ich finde den so, so schön. Ich habe keinen Nagellack, der diese perfekte weinrote Farbe trifft. Und ich finde den sehr, sehr hübsch. Dann ein neuer Liebling ist dieser P2 Eyeliner. Das ist ein Flüssigliner und heißt 100% Black Easy Liner. Und den trage ich auch heute gerade wieder. Also ich trage den fast nur noch. Ich mag den super gerne. Den gibt es jetzt auch noch gar nicht so lange. Das ist jetzt aus dem neuen P2 Sortiment. Und ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich mag die Deckkraft und den Auftrag mit diesen kleinen Pinselchen. Das ist so einer hier, so ganz klein. Und ja, ich mag den einfach. Der hat so ein bisschen, ja, gibt nur leicht Widerstand, aber das funktioniert recht gut mit dem. Also ich bin echt überzeugt davon, der war wirklich nicht teuer und den müsst ihr euch mal ansehen, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Eyeliner seid, der ein Flüssig-Eyeliner ist. Dann kommen wir zu Deos und ja, so Duft-Deos. Ich habe mir das vor einer Weile gekauft. Das ist das Balea Pink Flame. Das ist ein neues Deo. Das hat so, ja, orientalische Muster hier drin. Und ich finde, das riecht so gut. Das ist so ein bisschen wie Parfüm eigentlich. Schade ist, dass der Duft nicht so stark ist. Also der hätte für mich noch stärker sein können. Ich habe den schon einigen Freundinnen gezeigt und die sind auch alle begeistert davon. Also der ist richtig, richtig gut. Und ich hoffe, da gibt es mal eine Bodylotion oder irgendwie sowas dazu. Wobei ich jetzt eigentlich versorgt bin mit so Zeug. Aber der Duft ist richtig, richtig genial. Und was kostet so ein Ding? Ich glaube um die 60, 70 Cent. Und das ist richtig, richtig gut. Und ist auch ohne Aluminiumsalze. Also ich rede jetzt eigentlich nur von dem Duft, weil die Wirkung, das ist bei mir eh so anders, weil ich da so ein Deo habe, das ich nur einmal die Woche drauf mache und das, ja, diesen Schweiß vermindert. Und da habe ich auch mein extra Video dazu gemacht, weil das wunderbar wirkt gegen Schweißflecken und allgemein Schwitzen und so. Das kann ich euch nochmal unten in die Infobox setzen. Und ich nehme Deos eigentlich nur noch für den Geruch und dass ich das Gefühl habe, ich habe Deo drauf. Dann kommen wir zu Kerzen und ganz besonders zu Yankee Candle. Das ist jetzt ja wieder so ein Hype. Also Yankee Candle mag ich auch schon seit ungefähr 2 Jahren oder so. Und ja, das ist jetzt so meine Duftrichtung, die ich gerne habe, noch bevor es so arg winterlich wird. Also ich kann jetzt noch keine Christmas-Kerze da aufstellen oder Bratapfel oder keine Ahnung was, obwohl die Sachen immer super riechen. Aber ich möchte im Moment noch so ein bisschen so was Herbstliches und nicht so extreme, ja, zu viele Winterdüfte. Denn wenn es dann so Dezember ist, dann habe ich wahrscheinlich die Nase voll davon, dann kann ich es nicht mehr riechen. Deswegen habe ich jetzt noch so ein bisschen blumige Sachen, was auch eher vielleicht noch frühlingshaft ist. Aber ich finde, das kann man auch mal im Herbst benutzen. Und die billigste Variante von diesen Yankee Candle Dingern sind natürlich diese Tarts. Das sind diese festen Stücke hier, die aussehen wie so eine Blume. Und man bricht sich oder man schneidet am besten so ein Stückchen ab und legt das in eine Duftkerze oben rein und hat unten ein Teelicht, das erwärmt sich dann. Und dann wird es flüssig und verduftet im Endeffekt. Aber ich kann euch sagen, das dauert wirklich so arg lange, bis das weggeht. Also ich glaube, für so ein Viertelstück brauche ich 5, 6 so kleine Teelichter. Also immer einzeln, aber die gehen dann immer aus und dann mache ich ein neues wieder rein. Und so ein Teelicht dauert ja auch 3, 4 Stunden, bis es verbrannt ist, selbst die billigsten. Und ja, also es dauert wirklich lange und das ist der einzige Nachteil, finde ich, dass man die einfach nicht richtig wechseln kann. Also man kriegt das Zeug dann auch nicht raus. Ich habe das mal probiert, dann so rauszuschütten in so einen kleinen, was war das denn, so wie so ein Eisbecherchen oder so. So ein Plastikbecher.
Und das sah dann ganz klumpig aus und das hat nicht richtig funktioniert und war mehr Sauerei wie sonst was. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich keine Tarts mehr holen. Das ist zwar eine super Alternative, weil die eben nicht mal 2 Euro kosten, das Stück. Und sie halten ja richtig lange und es duftet wirklich wie eine richtige Kerze. Also der Duft verteilt sich sehr gut im Raum. Aber ich werde mir wahrscheinlich diese zweitkleinste Variante holen. Das sind diese hier. Die haben auch noch so einen speziellen Namen. Also es gibt verschiedene Größen bei Yankee Candle. Es gibt die Tarts, es gibt diese. Irgendwas mit V, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es genau heißt. Dann gibt es die kleinen, in diesen typischen Glasdöschen. Dann gibt es ein mittleres und so ein großes. Und die großen sind die richtig teuren, die dann fast 30 Euro kosten oder so. Und die kleinen, glaube ich, kosten um die 10 Euro. Je nachdem. Man findet die auch ganz häufig bei Amazon und so, da ist ja meine Quelle auch immer. Oder bei Buchhandlung Vitalia habe ich die schon ein paar Mal gesehen. Oder bei Müller, bei den Kerzen, habe ich es auch schon gesehen. Und ja, das ist jetzt so eine kleine, die ist jetzt auch nicht so winterlich. Da steht jetzt Beachwalk drauf. Die habe ich jetzt noch gar nicht benutzt, fällt mir gerade auf. Ja, aber ich habe das schon mal oben abgemacht, damit ich mal richtig drin riechen konnte. Und solche kleinen werde ich mir wahrscheinlich holen. Man braucht dann halt noch diese kleinen Gläschen, solche, ja, kleinen Gläser eben, wo man die reinstellt. Die kosten bei Yankee Candle aber recht viel. Ich habe gelesen, das sind 6 Stück und kosten um die 14, 15 Euro. Und da gibt es bei DM bestimmt billigere. Da werde ich mal schauen. Und ja, die finde ich so als Alternative ganz gut. Die kosten um die 2,50 Euro und ist auch noch voll okay. Wie lange die jetzt brennen, weiß ich allerdings nicht, weil ich habe nur die eine und ich habe die noch nie ausprobiert. Aber werde ich auf jeden Fall testen und dann ist mir das auch lieber, weil ich kann die immer wieder ausmachen und ein anderes anzünden und so kann man besser variieren, wie immer nur ein Tart da drin zu haben und Ewigkeiten zu warten. Also das dauert wirklich Tage und man muss es den halben Tag anhaben, also das geht ja praktisch gar nicht. Und ja, also mir ist sowas dann eher lieber. Dann, was ich noch ganz gerne im September getragen habe, ist mein Ring hier. Das ist dieser hier. Ich finde den so wunderschön. Der ist von Primark. Von letzten Jahr habe ich einen. Da gab es den einzeln. Ich weiß nicht mehr, um die 4, 5 Euro hat der damals gekostet. Und diesmal gibt es so ein Dreier-Set und einer davon ist eben dieser hier. Und das ganze Set kostet 5 Euro. Und ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Ich kann mich von dem gar nicht trennen und ich ziehe den zu praktisch allem an. Also ich habe den wirklich fast immer an. Und wenn man eine Weile einen Ring trägt und dann plötzlich an einem Tag den vergisst oder so, dann fehlt einem das Gefühl von einem Ring irgendwie, finde ich. Vor allem, wenn es dann so ein größerer ist wie dieser hier. Und dann fällt mir das erst in der Bahn oder so immer auf und denke ich, ah, ich habe meinen Ring vergessen. Und ja, also man gewöhnt sich da recht schnell dran und ich mag das einfach super gerne, einfach so einen Ring zu tragen. So, dann kommen wir zu Essenssachen und so und ja, ich muss es so ziemlich jedes Mal in die Kamera halten und das ist mein heißgeliebter Chai Latte von Krüger mit diesem Vanille-Zimt-Aroma. Ich stecke da auch regelrecht jede Freundin mit an, also man muss es süß mögen, es ist schon sehr süß, aber ich bin auch eine ganz schlechte Trinkerin, also im Sinne von, ich trinke zu wenig im Alltag. Aber dieses hier, wenn ich da einmal anfange, einen Schluck zu trinken, dann ist so ziemlich die ganze Tasse sofort leer, weil ich davon nicht aufhören kann. Das ist total das Suchtding. Und ich habe jetzt irgendwo eine Werbung gesehen und ein paar haben mir das schon mal geschrieben, dass es verschiedene Varianten davon gibt. Also das gibt es, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, aber da scheint es noch ein paar mehrere Varianten zu geben. Und ich finde aber immer nur diese hier mit Vanille und Zimt, wobei ich mit der sehr zufrieden bin. Aber ich werde mal schauen, dass ich auch mal die anderen Chai Latte von Krüger noch irgendwo auftreiben kann. Weil ich glaube, bei Edeka und so habe ich die noch gar nicht entdeckt. Komisch. Vielleicht könnt ihr mir mal reinschreiben, wo es die gibt. Wahrscheinlich bei Rewe oder so. Oh, und wenn wir bei Rewe sind hier. Das ist auch noch zu einem Favorit geworden von mir. Das ist jetzt nur noch diese Außenhülle davon. Da war noch innen drin so ein durchsichtiges, ja, so eine Plastikschale. Und da war Hummus drin und ich bin verliebt in Hummus. Vor allem als Dip für irgendwelche Paprikastückchen oder sowas. Und ich liebe dieses Zeug. Ich bin durch eine Freundin darauf aufmerksam geworden und plötzlich war auch bei YouTube so ein leichter Hype, hatte ich so das Gefühl. Und ja, das scheint am besten, nein, das scheint der am beliebtesten Hummus zu sein. Und den habe ich mir dann auch geholt. Also ich habe noch keinen anderen Hummus getestet. Der ist jetzt, heißt King Cuisine oder irgend sowas, was hier oben steht. Und schmeckt sehr, sehr lecker. Also ich habe 4 Tage gebraucht, bis ich den aufgebraucht hatte. Das war kein Problem. Das ist so eine Masse. Ja, vielleicht sieht man das hier so ein bisschen so ähnlich.
Und die ist so ein bisschen so breiartig. Ja, ungefähr. Und schmeckt sehr, sehr lecker. Man kann den Geschmack auch ganz schwer nur beschreiben. Also es besteht aus Kichererbsen und ja, es heißt Kichererbsenpüree, was jetzt gar nicht so lecker klingt. Aber es schmeckt sehr, sehr lecker und würzig. Und man kann das auch aufs Brot schmieren oder mit Brot dippen oder keine Ahnung. Es ist so wie ein Aufstrich eigentlich. Und man kann da alles Mögliche dazu essen. Aber ich liebe das vor allem mit so saftigen Paprikasticks. Das ist total meins. Und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es, soweit ich weiß, nur bei Rewe. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte natürlich auch sein, dass die es noch woanders haben. Aber bei Edeka habe ich zum Beispiel nicht entdeckt, also bei meinem nicht. Und Aldi, Lidl weiß ich jetzt nicht, ob die sowas haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das eine ganz gute Variante zu sein. Ich habe im Internet auch mich mal schlau gemacht und da haben ganz viele von dem hier geschwärmt. Also das scheint so eins der beliebtesten zu sein. Ist auch mega günstig. Ich glaube, um die 1,80 oder so hat das gekostet. Und wie gesagt, hat mir 4 Tage gereicht und ich habe da schon ordentliche Portionen entnehmen können. Also, yam, 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 sehr lecker. Und noch ein Essensfavorit von mir ist das Gemüse Zucchini. Ich bin ein absoluter Anhänger der Zucchini jetzt geworden. Manche werden sich denken, wie eklig. Aber ich liebe es, Zucchini in kleine Scheiben zu schneiden und die dann in der Pfanne anzubraten. Oh mein Gott, ich liebe es. Und vor allem in Kombination mit meinen Miracle Shiitake-Nudeln-Dinger. Da muss ich jetzt endlich mal das Video dazu abdrehen, fällt mir gerade ein. Das sind diese Nudeln, die gar keine Kalorien haben. Und wenn man die in der Pfanne anbrät, sind die auch genießbar. Und ja, also dazu noch irgendwie Zucchini, das liebe ich. Oh, Zucchini. Ja, das war's dann mit meinen Monatsfavoriten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss! I'm gonna party hard until the sun comes up. The music feels so good.